Willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U. Weiter geht's im Limonaden-Dschungel 4, gemalt von Geisterhand. Das klingt interessant und es sieht auf der Map auch schon mal sehr interessant aus. Und ja, der Grafikstil ist wirklich hier interessant. Wie in der Grundschule diese Farben. Ah, wie heißen diese Stifte? Ihr wisst es doch sicher, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Wachsmalstifte, oder? So sieht's aus. Okay. Ein Geisterwald. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich habe mir erst gedacht, als ich es eben gesehen habe, ach Mensch, vielleicht macht man den ganzen Geisterwald so, aber das wäre dann auch ein bisschen übertrieben. Hä? So ein Level, aber mal gucken, was dann noch für uns bereithält. Schiefe Röhren. Na, okay. Ah, gut. Die ist gerade, da können wir rein. Beschützt von einer Piranha. Oh, der Hintergrund sieht auch stylisch aus. Und Schlabberbu ist wieder da. Ich liebe Schlabberbu. Alles klar. Uah. Und es kommen wieder Münzen. Es kommt wieder Geld. Steigt empor. Komme ich hier nur wieder raus, wie ich reingekommen bin? Ich dachte, wegen den Röhren. Na gut. Und Säure unten. Also jeder Schritt will gut überlegt sein. Ein Baby Yoshi wäre hier nicht verkehrt. Oh Mann, das war mir so klar. Ja, hallo. Da konnte man nicht sehr viel machen gerade. Da ist die zweite Starcoin. Die gibt es ja nahezu geschenkt. Und Checkpoint. Da geht's rein, das ist ja wohl offensichtlich. Da sieht man sogar die Münzen. Aber es gibt nicht wirklich etwas dafür. Noch ein extra Leben. Na gut. Jetzt verschieben die sich. Also den Level hat man schon vor Ewigkeiten im Trailer gesehen. Da hieß es, das ganze Spiel wäre so, von wegen neuer Grafikstile und so. Wurde scheinbar nicht behalten. Überhaupt sieht das Spiel ja auch ein bisschen mehr comic-mäßig aus. Das muss man schon mal so sagen. Oh, guckt euch mal, oh mein Gott, im Hintergrund den Bowser an. Das ist ja wirklich ein bisschen gruselig, so. Mit den Augen. Krasse Sache. Moment, da unten ist was. Aber alle Starcoins haben wir schon mal. Wie geil der Bowser ausgesehen hat. Habt ihr das gesehen? Oh, der Strudel. Das schwarze Loch. Führt uns ans andere Ende des Multiversums. Zur Hölle. Bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Das war doch nicht ein Secret Exit. Wollt ihr mich langsam enttäuschen? Ja, also den findet ja wohl auch jeder. Weil dieser Weg mit der grünen Röhre sieht doch schon sehr auffällig aus. Da sehen wir wieder Bowser. Naja, gut. Ja. Wollen trotzdem... Aha. Ah, wir müssen den Secret Exit finden, um aus dem Wald rauszukommen. Kommt einem doch bekannt vor. Vom Gruselwald von Mario World. Aber da hatte ich echt Probleme. Da war das Secret Exit, ich will nicht sagen schwer versteckt, aber als Kind hat man nicht so genau gesucht. Zumal es damals keine Starcoins gab. Es gab nur die Yoshi-Coins, die auf dem Super Nintendo noch nicht mal was gebracht haben. Die hat man genauso gesucht wie die normalen Münzen. Nämlich so ziemlich gar nicht. So. Ja, aber ziemlich einfach der Level, muss man sagen. Vielleicht einer der ältesten Level. Ihr seht schon, hier kann man einfach rüber hopsen. Da gibt es keine zwei Meinungen hier. Das Mini-Secret zu nehmen ist ja fast schon angenehmer. Aber der Bowser im Hintergrund, der sieht stylisch aus. Ich hoffe, da kommen jetzt gleich mal noch mehr vorbei und dann sieht man den noch deutlicher. Ja. Krass. So richtig geistermäßig, so die Augen. Oh, das ist ein Stil. Bum, 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 bum. Ah, zacka, zacka. So. Aber sehr einfach, der Level. Oh, oh, oh. Immer wenn ich sowas sage, begebe ich mich in Lebensgefahr. Es geht wohl eher um den Grafikstil und der ist hier auf jeden Fall interessant. Boah, der Bowser. Sag mal, Röhre, gehst du wieder hoch? Dankeschön. Ja. Na gut. Boah, schon geil gemacht. Mario Time. Oh, hat so ein bisschen geschallt bei Mario. Habt ihr es gehört? Wow, geile Atmosphäre. Nur, wo führt uns das hin? Ja, ja natürlich, warum auch nicht. Dann haben wir hier Limonadendschungel 5, Tiefseeträumerei. Och bitte jetzt kein Wasserlevel, Unterwasserlevel, haben wir genug gesehen. Ist es neblig? Guck mal, die Gesichtsfelsen sind wieder da. Die Fischköpfe sind wieder da, da ohne die Skelettfische und Schlabberbu im Buhu-Kreis. Oh, ja, ja. Suchen denn die Gesichtsfelsen hier? Könnte man ja fast meinen, das wäre ein Hack von New Super Mario Bros. U, weil so viele Elemente, die wir schon gesehen haben,
hier vermischt werden. Okay. Mama. Wollte gerade sagen, solange es kein komplettes Unterwasserlevel ist, ist es ja voll okay. Und schon wird's das. Goldie vielleicht hier zur Stelle? Nee. Goldie will nicht. Kein Goldie hier. Alles sehr dunkel. Nein. Was ist denn das hier für ein Block? Einfach nur Licht. Okay. Nein. Brip. Oh, mal sammeln. Wäre schön, wenn man Goldie dafür bekommen würde. Da würde ja ein bisschen für Ordnung sorgen. Aber was soll's. Gibt mir das extra Leben. Ansonsten ein bisschen beunruhigend. Wir haben noch keine Starcoin gefunden und schon zwei Abschnitte. Ja, dass wir hier Checkpoint haben, ist nahezu ausgeschlossen, möchte ich sagen. Dass man einen Checkpoint erreicht und noch keine Starcoin hat und auch wirklich noch keine verpasst hat. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Schade, ich habe was übersehen. Das ist halt mal wieder typisch hier so die Dunkelheit, ne? Immer wenn es dunkel ist, da übersieht man 5000 Sachen. Und das Ganze noch mit unter Wasser. Aber ich glaube, jetzt wird's hell. Mach lieber mal schnell. Hey, Starcoin. Wie komme ich da ran? Oh, jetzt wird's wieder dunkel. Wo könnte die Starcoin sein? Die sieht man doch volle Möhre. Das ist die zweite. Gut, dann müssen wir die erste suchen. Die ist vielleicht im Bereich ganz im Anfang. Ah. Wollte gerade sagen, du musst mich irgendwie da hochlassen. Ist da hinten jetzt was? Tatsächlich. Jetzt haben wir zwei Röhren. Welche ist jetzt die richtige, wenn man fragen darf? Boah, die Gesichtsfelsen. Ey, die sehen voll stylisch aus. Ich mag die voll. Gesichtsfelsen. Stil. Ihr könnt gerne wieder auftauchen, irgendwie. Im nächsten 3D-Mario. Das ist auch ein Secret Exit. Ist auch ein bisschen billig, ne? Billig! Aber trotzdem, muss ich sagen, es ist wahrscheinlich genauso zum Rauskommen. Man muss eines der beiden Secret Exits finden, um überhaupt weiterzukommen, weil sonst dreht man sich hier nur im Kreis. Ja! So ist es. Dann gucken wir, wir müssen zum einen die Starcoin noch suchen und den normalen Exit. Wird dann wahrscheinlich die andere Röhre sein. Vielleicht da unten bei Fischi. Nein. In der Tat geht es da so ein bisschen runter. Hier ist jetzt zwar nichts, aber das kann schon gut sein. Nein. Boah, das ist voll dangerous, Mann. Diesen Fischköppen. Ich nenne die einfach Fischköppe. Weil das sind keine Cheep-Cheeps. Die haben es. Ach, da! Wie konnte ich das übersehen? Oder habe ich jetzt nur so ein bisschen runtergescrollt? Übrigens 99 Leben. Mal gucken, ob wir mehr tragen können oder nicht. Nein. Okay, wir haben die Starcoins. Dann jetzt noch der normale Exit, bitte. Was sind das für Quallen? Gab es die eigentlich auch schon mal? Ich glaube, die habe ich schon mal gesehen. Aber das sind so typische Gegner, die muss man sich nicht merken. Die sind total Banane. Die verletzen uns aber bestimmt. Tja, also die Gesichtsfelsen, die hatten auch mal wieder Bock zu baden. Man sieht's ganz klar. Wenn man da so in der Wüste rumlungert, da wird's ein bisschen trocken. Mit der Zeit, ganz natürlich. Dass man da auch mal das Verlangen hat, baden zu gehen. Das ist eine größere Sache bei den Jungs. Bumbatz. Yay, und jetzt bekomme ich eine Eisblume hier drin, oder? Also, so gut wie geschenkt. Schlapperbu hier. Ich mag ihn. Zack, komm, geh baden. Der macht uns eigentlich auch so ein bisschen Licht, ne? Oh, Mann. Ach, nimm doch den Stern, Junge. Was treibst du eigentlich? Helligkeit, Unbesiegbarkeit, ein Stern. Ein Stern. Und hepsa. Hoch, schnell. Kannst du einiges an Ärger ersparen, auch wenn die hier irgendwelche Felsbrocken entgegenschleudern. Das sollte wohl an nichts mehr hindern. Mumu. Komm ich vielleicht so schon hin? Ja, könnte ich. Wenn ich jetzt gut gesprungen wäre, dann hätte ich auch so schon zur Röhre springen können. Das ist die Macht der Dunkelheit. Die versteckt dieses Secret Exit. Da ist auch schon wieder was. Hä? Habt ihr das gesehen? Ach so!
Boah, ich denke, hä, voll der Bug, da ist ein Gesichtsfelsen. Ihr habt es bestimmt gesehen. Stellt euch jetzt mal den Gesichtsfelsen weg. Ich habe gedacht, das gehört so zum Hintergrund. Hab mir gedacht, hä? Warum? Alter, ich habe für einen Moment gedacht, das ist ja, hier geht's ja nicht mit rechten Dingen zu. Unsichtbare Mauer. Und wieder haben wir eine Schnapszahl am Ende. Hier, 211, und bekommen ein Item. Das freut uns doch, ja. Hey! Toads Stimme ist ja immer so ein bisschen verkratzt. Tausend Dank für deine Hilfe. Hier, greif zu. Welche Hilfe? Puh. Oh, wow. Oh mein Gott. Wie kann ich das jemals wieder gut machen, Toad? Ja. Toll. Baram. Und wo geht der Weg jetzt hin? Ein Toadhaus. Ah. Nerv mal nicht. Okay, random. Ich muss noch das eine Secret Exit machen, was wir da mal gefunden haben hier. Fällt mir so spontan ein. Luftige Höhen, da sehen wir ein bisschen was anderes in diesem Part. Limonadendschungel, fliegende, diese Gegner, wo ich den Namen nicht weiß. Parakäferparade. Da steht's, da nenne ich die jetzt Parakäfer. Oh ja, da gab's schon vielerlei Level. In New Super Mario Bros. Wii auf jeden Fall. In DS waren sie auch dabei, waren sie auch am Start. Ach, mit der Eichel kann ja wohl kaum was schief gehen. Wobei, das habe ich damals auch gesagt und habe sowas von aufs Maul bekommen, um Klartext zu reden. Erste Starcoin ist aber jetzt wirklich nicht so schwer. Also die Kleinen tun einen hochbringen. Warum wurde ich denn jetzt hier belohnt? Und die Großen, die bringen einen ein bisschen runter, weil denen sind wir dann zu schwer. Geht mir sogar zu schnell hoch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Hä? Überall kommen extra Leben runter. Ich glaube, wenn man die... Okay. In gewissen Abständen immer betrommelt. Da kommt ja auch ein bisschen Musik bei rum. Da wird man dann belohnt mit extra Leben. Aber ihr seht, man kann nicht mehr als 99 extra Leben haben. Dann haben wir halt 99 extra Leben. Nur mal sicher. Bisschen aus wie so ein Kugelwilli. Hat der Kugelwilhelm! Ha, den gab es auch in der Wii-Version. Der Kugelwilhelm, aber hier schnell runter für die Starcoin. Im allerletzten Level ist er erst aufgetaucht. Und jetzt freue ich mich, dass er hier am Start ist. Er heißt ja in Wirklichkeit Magnum Bill. Also da gibt's der kleine heißt Bullet Bill, dann kommt Banzai Bill. Und der hier große, der heißt Magnum Bill. Der ist auch im Hack öfter aufgetaucht hier in New Super Mario Bros. Wii 2. Da war er. Und den fand ich cool im letzten Level eigentlich. Jetzt hier ist er nicht mehr so cool irgendwie, ich weiß nicht. Gefällt mir nicht mehr so. Du bist out. Aber er ist wieder dabei. Ist das hier das Ende? Okay. Wir haben ja alles, oder? Soweit. Nein, die dritte Starcoin. Ja, ich hasse euch doch, Mann. Ihr mit euren... Das ist so fies. Warum tut ihr mir das an? Da war noch so eine Röhre. Da war eine rote Röhre direkt darunter. Die habe ich als Plattform benutzt. Da habe ich noch nicht dran gedacht, dass wir da rein können. Wer denkt denn an sowas? Mario Time. Ja, da bleibt uns nichts anderes übrig. Wir werden den Level nochmal spielen, um die Starcoin zu holen. Aber erstmal gucken, wo der Secret Exit hinführt, für was der gut ist. Er führt zur Wolkenwelt. Mit bunten Plattformen. Sieht ein bisschen aus wie Rainbow Road, ne? Aber das sind wir noch nicht am Start. Ja. Holen wir uns das Ding, ne? Holen wir uns das Ding. Und im Anschluss dann noch vielleicht ein Toadhaus. Mal gucken. Da bei den Geistern unten. Ist auch ein schöner Kontrast, wenn wir jetzt so ein bisschen hier in die luftigsten Höhen gehen. Was mich halt nur ein bisschen nervt, es ist ein Scrolling-Level und es ist ein bisschen lahm. Und man bekommt hier die Eichel hinterhergeschmissen, obwohl es dann mit Flughörnchen Mario einfach fatal einfach ist, ja, den Level zu bestreiten. Aber gut, wir beschweren uns nicht. Ba, ba, ba. Sieht aber gut aus. Also die Grafik haut einen jetzt nicht von den Socken. So der Hintergrund und so, naja. Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, Super Mario braucht keine Mega-Grafik. Das war noch nie so, das wird nie so sein. Nee, braucht keine super-duper-Grafik. Es reicht vollkommen.
Die Wii U kann deutlich mehr leisten. Ich finde die Münzen immer sehr gut animiert eigentlich. Jetzt haben sich schon alle dran gewöhnt, wie die Münzen aussehen, aber trotzdem, das war so ein kleiner Flash. Aber man sollte, was willst du erwarten? Willst du ja Mario hier jetzt die hyperrealistischen Wolken geben oder was? Wozu? Bringt das was? Würde das besser aussehen? Nein. Ich finde die Grafik, so wie sie ist, ganz gut. Okay, jetzt sind sie ein bisschen billig animiert, die Wolken, da geht schon ein bisschen mehr. Aber wir brauchen keinen Fotorealismus. Okay. Wir konnten uns noch retten. Müssen uns nochmal hier treffen lassen. Boah. Oh, wie knapp, ey. Ist hier irgendwas drin? Wir müssen drauf achten, dass wir halt irgendwie dahin kommen zur roten Röhre, weil sonst sehe ich da schwarz. Ist es hier schon? Ah, okay. Boah. Das wird in das... Ah, du musst runter. Geh doch mal runter. Ja, da ist der voll im Weg. Da ist der voll im Weg. Aber ich hätte auch auf dem anderen Parakäfer drauf jumpen können und glaube, das hätte funktioniert auch. Habe ich nicht einen Checkpoint aktiviert oder was geht ab? Heilige Macaroni. So, jetzt ist das Ganze ohne Flughörnchen. Sollte aber trotzdem noch gehen. Mal sehen, wann wir es wieder bekommen. Auch wenn ich es bemängelt habe, dass man hier das Flughörnchen hinterhergeschmissen bekommt, fühle ich mich natürlich auch selbstsicherer, wenn ich es habe. Da ist es wahrscheinlich drin, oder? Ist es hier drin? Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Gutes Entspannungslevel, aber mit solchen Leveln sollte man das nicht übertreiben, wie ich finde. Ja? Wenn hier man hier 2-3 Level im Spiel hätte in dieser Form, dann wäre es zu viel. Ich fände sogar, es sollte das einzige bleiben. Vor allen Dingen gab es schon mal, ne? So Level, die es schon mal gab, sollte man höchstens nur noch einmal bringen. Das finde ich jetzt gut. Wir hatten zum Beispiel die Bohnenranke, die war recht neu. Und das ist gut, dass es etwas Neues gibt. Oder auch so das Geisterschiff, das versunkene Geisterschiff. Das ist natürlich gut. Dass ein Luftschiff auch drin war bislang. Aber wir haben schon sau viel gesehen eigentlich, muss man so sagen. Ich will das Spiel aber noch genießen. Sind wir im 13. Part, kann das sein? 13, ey, voll Unglück. Oh, nein. Ja, haben wir uns noch aus der Affäre gezogen? Sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen? Ja, Wolski. Und da ist ein kurzer Leck aufgetreten. Ich hoffe, das wird sich nicht häufen. Vor allen Dingen in diesem Level. Sehr unvorteilhaft. Trotz allem hat mein PC manchmal zu kämpfen hier. Oh, mein Hilfe. Jetzt kommt die Stelle gleich wieder. Der ist voll im Weg einfach. Geh doch mal. Oh! Gar nicht so einfach, Freunde der Nacht der modernen Unterhaltung. Das müsst ihr auch erstmal hinkriegen. So, jetzt mal hier. Nix, nix. Schnappt ihr in den Ruckzuck die Starcoin. Wuhu! Dreiersprung. Flughörnchen. Aufschwung. Stampfattacke. So kriegt man die Fahnenstange. Bis ans Ende der Fahnenstange. So, da sind wir aber noch nicht am Ende der Fahnenstange heute, Freunde der Nacht. Da unten, da gucke ich mich jetzt mal um, da. Nur umgucken. So und so. Ja, ihr kommt jetzt und versteckt euch an irgendwelchen Plattformen. Ich weiß aber, an welchen Plattformen die stecken. Das ist, da könnt ihr mich jetzt nicht mehr mit schocken. So, gucken wir mal. Immer den in der Mitte. Ja. Nur halt gucken, wie die weglaufen. Nee, nee. Ah, jetzt habe ich schon nicht mehr gedacht. Ach, ihr seid so böse. Komm, irgendwas. Wir werden schon Glück haben. Hoffentlich. Ein Pilz. Das hat sich ja echt gelohnt. Klasse. Ein Pilz. Wow. Das hat sich gelohnt. Na gut, ich will mich nicht beschweren. Pilze sind cool. Hallo, Buhu! Wie besiege ich den denn jetzt? Gibt es da ein Rezept? Ein Stern bekommen wir jetzt bestimmt, ja? Geil.
wenn ich drankommen würde. Komm schon. Nein, oder? Nein. Ey, mein Flughörnchen will ich behalten, gell? Ist doch unglaublich. Komm, geht weg. Weit weg, weg. Okay. Blödsinn. Und dann sind wir wieder hier, wo wir schon mal waren. Also weiter geht's im nächsten Part hier mit Es geht zur Neige, so heißt der Level. Wenn's gefallen hat, bitte nicht vergessen, Daumen hoch zu geben. Gebt fleißig Daumen hoch, weil es unterstützt mich und das Video. Und ja, wenn's gefallen hat, warum nicht? Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Also Freunde, bis dann und ciao!